Willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Wir werden uns nun den Weihnachtsbaum ansehen, beziehungsweise den Blinkies helfen. Wie ist das gegangen? Ich glaube Stampfattacke. Genau. Wir müssen jetzt den Blinkies helfen, dass sie den Weihnachtsbaum erreichen, ohne dass diese Lichtfresser diese zerstören. Genau, dieser Typ hier. Ah, Mist. Gut. Ja, genau. Mann. Jetzt aber. Mann. Wieso geht das nicht mit Rollen? Oh Mann. Oh Mann, das wird was werden. Okay. Ich glaube, ich schaff's nicht. Nein! Nein. Das wird mal ein totaler Fail. Nein. Das wird ein Fail-Versuch. Okay. Das war nichts. Ich würde sagen, wir versuchen es nochmal. Aber okay. Vielleicht funktioniert es dieses Mal besser. So, jetzt aber. Mann, wieso? So, und den hier. Sehr gut. So. So, sieht doch gleich viel besser aus. Und genau. Jetzt wieder den hier. So. Und so. Nein. So. Den noch heil hinüberbringen. Das ist geschafft. Das ging ja etwas besser als vorhin. Jetzt erscheint dieser Anstecker. Ja, ich muss sagen, dieses Puzzleteil ist ziemlich hart verdient. Gibt einiges zu tun, damit wir in dieses Puzzleteil kommen. Ich glaube, das ist einer der aufwendigsten Puzzleteile im gesamten Spiel. Ja, ich hätte mir diesen Move auch wieder mal benutzt. Und diesen hier. Und so, jetzt müssen wir hier gegen das On-Schild, oder gegen den Schalter, besser gesagt, schießen. Oh, ich habe keine Eier mehr. Ja. Was macht man, wenn man keine Eier mehr hat? Ja, genau. Einfach trotzdem hier drinnen schwimmen. Mann, ich habe keine Eier mehr. Das ist jetzt gerade etwas blöd, muss ich sagen. Komme ich jetzt an Eier? Ich hoffe, ein Ei reicht. Oh Gott. Ich brauche das. Aha, eins reicht nicht. Muss ich halt etwas baden gehen. Ich muss dann Eier besorgen. Ich weiß noch nicht genau wo. Aber mal sehen. Gerade hinstellen. Ja, und perfekt.
Findet den Stern und ihr werdet belohnt. Genau. Jetzt müssen wir uns beeilen. Und durch den Stern durchfliegen. Und zwar durch diesen Stern hier. WLAN habe ich ja auch fast keine mehr. Das ist ja etwas blöd, aber okay. Einmal. Zweimal und noch ein drittes Mal. Runter, runter, runter und Benjo, 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 oh nein, nein, oh, oh man, also, das nervt wirklich, vor allem ich muss jetzt Eier suchen gehen. Ich muss jetzt wirklich Eier suchen gehen. Das Walross interessiert uns noch nicht. Federn. Extra Leben. Es ist gerade ziemlich... Ja, ich weiß, dass wir böser Bär sind. Es ist gerade ziemlich... Nein, nein, ah. Hier wären Eier. Aber... Ja, ich weiß, das ist kaltes Benjo. Aber ich brauche jetzt unbedingt Eier. Wo bekomme ich jetzt auf die schnelle Eier her? Nein, 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 nein. Oh, hier. Hier sind Eier, juhu. Nein, nicht schießen. Mann! Ich brauche viele Eier. Wo bekomme ich die Eier her? Sind nur Noten drauf. Rote Federn. Ein Ginger ist hier versteckt. Das interessiert mich gerade wirklich, wo ich noch Eier herbekomme. Vor allem hier? Hey Freunde, niemand will gegen mich antreten. Ja. Wir passen nicht auf den Schlitten. Ja, wir wissen es. Bogi, wir wissen es. Aber ich brauche Eier und hier gibt es auch keine Eier. Gut, ich habe drei. Das sollte reichen. Ich frage mich nur, wo ich Eier auffüllen kann. Vor allem, wir brauchen auch in den nächsten Leveln sicher auch wieder Eier. Aber versuchen wir nochmal das hier. Hier sind Eier drinnen, aber... Naja. Gut. Nochmal diesen Spaß. Warum auch nicht? Wie gesagt, ein sehr, sehr aufwendiger Stern. Noch aufwendiger fast wie der Motorraum in der Rusted Bucket Bay. Nur durch diesen dummen Stern hier durchfliegen. Einmal. Kehrt euch. Zweimal. Noch ein kehrt euch. Und perfekt. Aber das war noch nicht alles. Und zwar müssen wir jetzt noch in den Baum rein. Und zwar kommen wir hier in den... Achso, okay.
diesen Weg hier. Zu dem Baum rein. Ja. Hier sind diese Ameisen, die wir kennen. Und das Geschenk. Sollen wir auch gleich nehmen. Das rote Geschenk. Jetzt haben wir auch schon alle drei Geschenke. Von daher hier die Noten. Perfekt. Hier sind nur die Federn, aber hier Eier. Jedes Ei einsammeln, das ich jetzt bekomme. Sehr schön, 1200 Zahl. Und das Puzzleteil. Ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle hier den Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann.